An den Bäumen wachsen Äpfel, Birnen, Kirschen und Pflaumen. Und auch eine große Kastanie gibt es hier. Nicht nur viele verschiedene Baumarten beheimatet die Streuobstwiese des SPD-Ortsvereins in Moers. Seit August 2013 wohnen hier auch 8 Schafe und 9 Lämmer. Und die gehören Bayram Onat. Nachts fährt er Taxi, tagsüber kümmert er sich liebevoll um seine Schafe. Für den Taxifahrer sind es jedoch nicht bloß Schafe. Vielmehr verkörpern die Tiere ein Stück seiner Heimat, die Türkei. Wenn ich die Schafe sehe, habe ich immer so ein Gefühl gehabt. Da habe ich mich erinnert, so eine Kindheit. Auf einmal waren wir unterwegs mit meiner Frau und Kindern. Sie hat das gesehen, irgendwo hat sie gelesen, Schaf mit Lamm 50 Euro. Das war vor glaube ich, 2 Jahren. Zunächst brachte er die Tiere für ein paar Wochen im eigenen Garten unter. Doch je mehr Schafe es wurden, desto enger wurde es dort. Eine Lösung musste her und die kam per Zufall durch Hartmut Hohmann und den Ortsverband der SPD. Der suchte schon länger nach einem Schäfer für die Streuobstwiese. Das hat sich einfach so ergeben, dass ein Freund von mir mit ihm regelmäßig mit dem Taxi zum Krankenhaus gefahren ist. Und dann sind sie ins Reden gekommen und der Herr Onat hat von seinen Schafen erzählt und mein Freund hat von der Wiese hier erzählt und so sind wir zusammengekommen. Für Bayram Onat war das wie ein Sechser im Lotto. Ebenso für Hartmut Hohmann, der mit der Nutzung der Streuobstwiese nicht nur dem Hobbyschäfer eine Freude macht. Wir sind froh, dass wir jetzt den Bayram Onat hier haben. Es ist ein schönes Bild mit den Schafen. Es passt einfach zu unserem Projekt Streuobstwiese. Also wir sind genau glücklich darüber, dass dieser Zufall uns den Herrn Onat zugespielt hat. So bleibt die Streuobstwiese nicht mehr länger ungenutzt. Und Bayram Onat hat endlich ein Heim für seine kleine Schaffamilie gefunden. Die sind wie meine Kinder. Die Schafe sind meine Kinder und die Lämmer sind meine Enkel. Übrigens soll die tierisch nette Familie schon bald von ein paar Hühnern Zuwachs bekommen. Doch bis dahin haben die Schafe ihre Wiese erst einmal weiterhin ganz für sich allein.